Ja, hallo Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Heute geht es mal wieder um das Thema Freundschaften. Gehört ja auch zum Liebeschip-Konzept, was du auf liebeschip.de findest. Mein Buch kommt bald richtig raus, haben schon ein paar gekauft auf Amazon, ist auch nicht tragisch, aber wir müssen jetzt doch nochmal, muss ich mich nochmal ein, zwei Details kümmern. Und also guckt immer mal rein bei Amazon, geht dann, beziehungsweise ich mache da nochmal ein extra Video dazu, braucht ihr auch nicht drauf warten. Geht bald los. Auf der Liebische Party werden wir das auch schon verkaufen können. Und wo es noch 5 Tickets gibt, glaube ich. Und vielleicht sehen wir uns ja auch in Wien in schon 1,5 Wochen. Gut, so, wo ist die E-Mail? Hier, von Anatev Kolatskola. Das sind immer wieder Namen, ey, meine Güte. Lieber Christian, in der Pandemie habe ich deinen Kanal und deine Kurse entdeckt und seitdem ein großer Fan. Sag mal, mach die fucking Kurse, also die Videos sind eigentlich Anwendungsbeispiele. Oder trag dich einfach mal für den Newsletter ein, gibt es auch einen 10-Euro-Gutschein. Kriegst ja auch Videos, E-Mails zu den ganzen Themen und so weiter und so fort. Deine Beiträge haben das ein oder andere Aha-Erlebnis mir ausgelöst. Ich finde es ganz toll, dass ein Psychologe, der sich auf Beziehungen spezialisiert hat, sich auf dem wilden YouTube zu Wort meldet. Ja, das kann man gar nicht genug wertschätzen. Also manchmal denke ich mir echt, man müsste Schmerzensgeld kriegen. Also wirklich, ey. Ich schreibe diese Mail nicht, weil ich eine Frage zur Beziehung habe, sondern zu dem artverwandten Thema Freundschaften. Ja, ist letztlich spielen sich da ähnliche Sachen ab, nur das Thema Sexualität verkompliziert das Ganze nicht noch zusätzlich. Nun ist es so, mein Kopf weiß ganz viel, aber die Gefühle machen nicht immer mit und schon gar nicht die Gewohnheiten. Ich bin definitiv ein Bindungsängstler, was Beziehungen angeht, und ein Verlustängstler in Freundschaften. Ja, also das wissen wir ja, dass so von Plus nach Minus wechseln, das ist ganz leicht. Also ich würde sagen, ganz viele, die hier bei mir auf dem Kanal sind, haben eigentlich beides in sich. Ne? Die, vielleicht, also je nach, wie soll ich mal sagen, wie man aufgewachsen ist und nach Veranlagung erlebt man vielleicht mehr das eine oder das andere, aber ich erlebe das immer wieder, das schreiben mir auch immer wieder Leute, dass sie ganz leicht vom einen ins andere reinfallen. Ne? Das ist schon echt bemerkenswert. Ne? Also man kann ganz leicht mega Bindungsängste in der einen Beziehung sein, in der nächsten rutschst du voll ins Plus, das ist überhaupt kein Problem. In die Mitte kommen, das ist schwierig, ne? Das ist der Liebeschip-Weg. Wenn ich tippen könnte, würde ich sagen, das hängt häufig damit zusammen, dass ich als Jugendliche stark gemobbt worden bin. Ja, also meine, klar, jetzt könnten wir wieder so einen Fall aufmachen mit dein inneres Kind, dein innerer Jugendlicher, kann man sich auch mal angucken, ist überhaupt nichts falsch dran, so, ne? Trotzdem erzähl dir nicht so Stories, ne? Weil ich da und da das erlebt habe, ist es jetzt so und so. Es kann stimmen, es kann nicht stimmen. Und ich würde mir bei jeder Story überlegen, nützt mir diese Story was, ne? Weil es gibt auch viele Leute, die wurden gemobbt und als Kindern wurden, ich meine, so ein gewisses Grund, ich will das jetzt nicht verkleinern, ne? Aber so ein gewisses Grundmobbing in der Schule, kennen ja auch viele, früher ging es auch ein bisschen härter zu. Und ja, ist trotzdem ist eine Story, ne? Hilft dir die Story oder hilft dir die nicht? Also ich würde immer sagen, ja, okay, kann da, hängt damit vielleicht mit zusammen, aber ist vorbei. Wo sind die Mobber aus der Schule? Gibt's nicht mehr. Weil das, wo du dran arbeiten sollst, das kriegst du sowieso im Hier und Jetzt präsentiert, ne? Ob du jetzt in der Schule gemobbt worden bist oder nicht. Und ich betone es nur deswegen nochmal, das betrifft es auf dich sicherlich nicht zu, aber dass manche Leute hängen so in der Vergangenheit fest, was ihnen alles als Kind passiert ist. Also es kann einem total viel Scheiße als Kind passieren, auch als Erwachsener. aber was nutzen dir diese Geschichten, ne? Das ist die Frage, ne? Auch Thema im Glückskurs. So. So, wegen Corona und Familie bin ich vor 4 Jahren in eine neue Stadt gezogen. Seit 2,5 Jahren beschäftige ich mich damit, wie ich mir einen lokalen Freundeskreis aufbauen kann. Seit Covid viel schwieriger geworden, habe ich so das Gefühl. Also irgendwie, ich weiß nicht, das Gefühl, die Welt ist noch verrückter geworden. Leute drehen sich noch mehr um sich selbst. Ist gar nicht so einfach. Ne? Wissen wir alle. Müsste ich auch noch mal ein Buch drüber schreiben über Freundschaften irgendwann. Keine. Also es ist echt krass mit Freundschaften, wirklich. So, bewusst neue Leute suchen ist eine Vollbeschäftigung. Ja, das glaube ich ja sofort. Ich muss nicht nur gucken, wo Menschen,
die zu mir passen, rumhängen, sondern ich musste auch stark reflektieren, wen ich eigentlich suche und gleichzeitig auf Warnsignale achten, wer mir nicht gut tun könnte. Manchmal halte ich es für besser, Leute abzulehnen, andere Male werde ich abgelehnt. Ja, an sich alles ganz normal. Mittlerweile habe ich auch schon eine gute Handvoll neuer Freunde gefunden. Wirklich herzlichen Glückwunsch, wenn du das schon erreicht hast. Mega, mega, wirklich. Good job. Ich finde das immer noch schwierig durch verschiedene Umzüge, aber ich hänge ja auch immer in meinem Homeoffice. Kann ich verstehen. Was war echt Spaß macht. Dein letzter Beitrag über die Sendung vom Bachelor. Vermute mal das letzte, also mit den Dream Days, hat mir allerdings an etwas erinnert. Ich bin letztes Jahr ganz heftig an eine Frau geraten, die eine oberflächliche Kaffeebekanntschaft war und die mich urplötzlich angefangen hat zu mobben. Ich habe sie dadurch kennengelernt, dass ich mir die Gewohnheit zugelegt habe, immer morgens hin und wieder und nachmittags meinen Cappuccino in einem nahegelegenen Café zu holen. Super Tipp zum Leute kennenlernen übrigens, ne? Immer wieder an die gleichen Orte gehen, ne? Zu den gleichen Sportkurse, super Tipp. Die Frau, und dann wieder Smalltalk-Fähigkeiten, das ist auch wieder ganz wichtig, ne? Die Frau, die mir Probleme bereitete, eröffnete vor anderthalb Jahren einen Kosmetikladen neben dem Café und hing dann dort immer rum, da sie kaum Kunden hat. Bitte. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich sie zu aufgesetzt freundlich im Sinne von Everybody's Darling zu allen war. Ja, mittlerweile finde ich Leute, also das ist keine Vorverurteilung jetzt, aber finde ich Leute, die so super nett sind, oder nicht super nett, kann ich nicht sagen, super nett finde ich eigentlich ganz gut, aber die so, ich sag mal so Schaumschläger-Typen, ne, die immer so, ich glaube, du meinst das gleich, Everybody's Darling, für mich schon mittlerweile Alarmstufe dunkelrot, ohne dass man denen natürlich was vorwerfen kann, ne, klar. Nun kam es so, dass Anfang letzten Jahres ich auf die plumpe Idee kam, zu versuchen, ob man sich der Clique im Café annähern könnte. Ey, ich finde es super, wie du das machst, wirklich. Indem ich auch hin und wieder etwas von mir erzählte. Die anderen haben recht viel von sich erzählt. Ja, ich bin nicht die Beste im Signale anderer Menschen lesen oder sich in andere reinzuversetzen. Du kannst aber gut schreiben auf jeden Fall. Oder menschliche Gefahrenherde zu sehen. Ich habe dann gemerkt, dass kein Interesse daran besteht und ist recht schnell eingestellt. Also ist ja auch meine Erfahrung, die Menschen interessieren sich vor allen Dingen für sich selbst. So, ne? Also es ist wirklich gar nicht so leicht. Also gibt es natürlich Leute zu finden, die wirklich zuhören können. Aber, ja klar, gibt es natürlich auch, logisch, sollte man darauf achten. Die anderen Frauen sind allerdings, obwohl ich mein Verhalten geändert habe, gleich freundlich zu mir geblieben. Die Frau mit dem Kosmetikladen allerdings hat irgendwie alles auf sich bezogen und gereizt reagiert. Warum? Das habe ich auch gemerkt, weswegen ich dachte, es wäre besser, ihr aus dem Weg zu gehen, wenn sie gereizt ist. Hat nichts genutzt, circa 3,5 Wochen, nachdem ich bemerkte, dass sie gereizt reagiert. Dass sie gereizt reagiert, lief ich ihr über den Weg und grüßte sie, nur um eine Ohrfeige zu bekommen, ich hoffe jetzt im übertragenen Sinne, dass sie mich demonstrativ übersieht. Du musst dir immer sagen, es hat nichts mit mir zu tun. Du hast ja nichts gemacht. Also ich meine, wenn wir jetzt deine Mail angucken, du hast sie nicht vor die Füße gekotzt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen auch auf andere Menschen, die vorsichtig und nett sind, dass das schon für die ein Trigger ist. Ich weiß es nicht. Aber da würde ich echt sagen, hat nichts mit dir zu tun. Also vor allem, du weißt ja nicht, vielleicht findest du dich jetzt doof, weil du in dieser Clique mit drin bist. Also du weißt es nicht, ne? Kannst du, aber wenn jemand einen demonstrativ übersieht, das ist ja auch so eine Kampfansage, was willst du da machen? Willst du dann hingehen und sagen, du warst in deinem Problem oder so? Hätte ich auch keine Lust so, ne? Seitdem wirft sie mir wieder böse Blicke zu, wenn sie mich beim Café sieht, weswegen ich da nicht mehr hingehe. Und sie hat auch schon vor den anderen Frauen über mich gelästert. Ich weiß außerdem, dass sie gemein und verdreherisch lästert, nicht nur, weil mir das berichtet wurde, sondern auch, da sie, bevor sie mit mir böse wurde, versuchte, über andere Frauen aus dem Café zu lästern. Ja, also sag ich, hat nichts mit dir zu tun. Ich würde mich da auch nicht wegmobben lassen. Also dann, das bestätigt mich in dem Gedanken, dass sie vielleicht nicht will, dass du da ihre Freundin wegnimmst oder so. Und wir können ja heute auch mal ein bisschen anders denken. Du könntest das Spiel auch ein bisschen mitspielen. Du könntest das wäre jetzt ein bisschen strategisch gedacht, zu den anderen Frauen Kontakt aufbauen und sagen, sag mal, kennt die hat mich gar nicht mehr gegrüßt. Irgendwie was geht denn da ab? Irgendwie, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Und kennt ihr das von der? Dann sagen die sehr wahrscheinlich, oh ja, die ist immer so. Dann baust du zu den anderen besseren Kontakt auf
Und die andere Gruppen neigen ja dazu, sich selbst zu reinigen, werden sie da wahrscheinlich irgendwann rausmobben, so, ne? Also du könntest das schon ein bisschen strategisch angehen, ne? So, sie sagte, dass die andere etwas grundlegend falsch machen würde, schon zwei Jahre zum selben Psychologen zu gehen, der offensichtlich nichts bringen würde. Ja, das sind so Ratschläge, die man nicht braucht. Ne? Soweit so gut. Schwein gehabt, dass diese Person nicht in mein Leben getreten ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich anscheinend ein Fehlverhalten oder Thema habe, dass ich zu enthusiastisch auf andere zugehe. Denn dieses Jahr ist mir etwas Ähnliches passiert, wenn auch in alltäglicher und zivilisierterer Form. Ich habe Ende letzten Jahres mich näher mit einem anderen Mitglied aus meinem Buchclub unterhalten. Es ist so ein Literaturziegel, für den man kein Buch gelesen haben muss, sondern nur eins vorgestellt bekommt. Da ich selbst einen Buchclub gegründet habe, habe ich sie dazu eingeladen. Das andere, also ist jetzt jemand anderes, das andere Mitglied. Okay. Okay, das ist natürlich böse, böse, dass du sie einfach einlädst. Okay. Sie hat mir abgesagt, da ihr das Buch, was Thema war, nicht gefallen hat. Okay, beim nächsten Mal Literaturzirkel, da ich nicht immer hingehe, waren 3 Monate vergangen, war sie betont distanziert zu mir. Damit meine ich, dass sie mich versucht hat, betont zu übersehen, als wir beide am Ende der Kasse standen und meinen Grüßen am Anfang übersehen hat. Oh Gott, das ist aber, wie ekelhaft ist das, so ein Gruß zu übersehen, ey. Ja, aber das ist auch so eine gewisse Unreife oder schlechte Erziehung, dass man, und auch, ja, ich finde es so eine Unreife, dass man nicht sagt, was los ist, ne? Da, also du grüßt sie und dann könntest du ja sagen, du, das und das hat mir nicht gefallen oder so, ne? Oder einfach aus Höflichkeit zurückgrüßen, ne? Muss ja auch nicht immer alles thematisieren, immer. Na, aber ich würde auch sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Und du weißt nicht, was los ist, ne? Keiner. Während der Literaturrunde hat sie vor den anderen mich nicht geschnitten. Das ist alles schön und gut und ich respektiere Signale sehr. Kann auch sein, dass es eine Fehlinterpretation war und sie an dem Tag einfach keinen Bock hatte zu labern. Was mich interessiert, A, gibt es ein optimales Verhalten in solchen Situationen? Wie gesagt, letztes Jahr war aus dem Weg gehen nicht genug, um zu vermeiden, den gesammelten Dreck der Kosmetikladenfrau abzubekommen, da sie mich bereits auf dem Kieker hatte. Kann man es vermeiden, dass solche Leute, sobald sie dich auf dem Kieker haben, in allem eine Bestätigung ihrer Vorurteile gegen dich sehen? Na, du kannst das Verhalten von anderen Leuten nicht beeinflussen, vor allen Dingen, wenn sie nicht mit dir reden, ne? Also du kannst natürlich sagen, warum schneidest du mich oder warum grüßt du mich nicht? Aber ich, man muss sagen, ich habe da auch immer nicht so eine Lust zu, weil ich finde, wenn Leute so ein basismenschliches Verhalten vermissen lassen, weiß ich gar nicht, warum ich mich mit dir auseinandersetzen soll. Also so Grundregeln. Aber klar, du würdest dir wahrscheinlich einen Gefallen tun, also jetzt ernst gemeint einen Gefallen tun, wenn du ihr Feedback gibst, wenn du sagst, finde ich ein bisschen irritierend, ne? Und du musst es aber auch nicht, man muss das auch nicht mal so über nett sagen. Du kannst sagen, hey, ich bin total irritiert, dass du mich nicht grüßt. Das ist, hat auch so eine gewisse Kühle, und ist aber trotzdem Kontakt, also du öffnest das Gespräch so, ne? Also wenn du Lust so hast, aber du musst es nicht so, ne? Ich würde mir aber auch so ein bisschen dickeres Fell zulegen, dass du dich nicht wegmobben lässt, wie du hier schreibst, nur weil irgendjemand dich vielleicht nicht mag, gerade aus irgendwelchen Gründen, ne? Das scheint mir manchmal auch, also korrigiert mich gerne, habe manchmal das Gefühl, in Gruppen, wo so, also jede Geschlechter haben ja so ihre Themen. Ich habe das Gefühl, dass das unter Frauen manchmal, erzählen mir zumindest ganz viele Frauen, noch mehr so ist, dass man sich gegenseitig schlecht macht manchmal. Und vielleicht muss man es auch ein Stück weit ignorieren und ein bisschen dickes Fell haben, so, ne? Aber ich könnte es auch nicht so gut, also kann das schon verstehen, so. Und die andere Geschichte, das ist ja noch viel weniger passiert, ne? Also ich würde mich reinhorchen, ich würde mich nicht davon meinem eigenen Verhalten beeinträchtigen lassen. Entweder du eröffnest das Gespräch, jetzt aber nicht auf so eine co-abhängige Art, sondern so, wo ich ein bisschen kühl sein. Oder wie gesagt, strategisch mal mit jemand anders Kontakt machen. Mensch, die verhält sich so und so. Ohne jetzt zu lästern, aber wisst ihr, keine Ahnung, weiß gar nicht, was mit der ist. Da kriegst du vielleicht auch Informationen.
Oder halt ignorieren, aber ich würde mich nicht davon abbringen lassen, wenn du gar nichts gemacht hast, dahin zu gehen, wo du hingehen willst, so, ne? Das könnte auch so das Learning sein, was das Universum hier so für dich vorhat. Aber solche Situationen kann man meiner Ansicht nach nicht ganz vermeiden. Das Leben wirft dann einfach immer irgendwas Neues vor die Füße. Ich kann jetzt auch verstehen, dass du da so Verbindungen zwischen diesen beiden Themen ziehst. Muss man aber auch nicht unbedingt, ne? Muss auch nicht immer überall irgendwie Zusammenhänge sehen, so. Bin ich ein typischer Fall? Habe ich irgendein Programm in mir, dass ich nicht genügend auf Vibes und Signale achte, dass mir das jetzt zweimal miteinander passiert? Ja, das meinte ich. Ich würde da nicht zu viel Verbindung ziehen, sondern du kannst auch zweimal blöd behandelt werden. Das hat nichts miteinander zu tun, so, ne? Aber du kannst natürlich auch sagen, okay, was kann ich da jetzt daraus lernen? Aber dass du jetzt davon ausgehst, dass du irgendwas getan hast, was dieses Verhalten in einem anderen triggert, nee. Weißt du, setzt du dich hin, prüfst das für dich. Das ist ja mal das Problem, dass die Leute, die sich schlecht verhalten, machen sich gar keine Gedanken. Die Leute, die sich nett verhalten, machen sich den ganzen Tag über Gedanken, wo sie nichts gemacht haben. Ne? Und ich kann dir jetzt das Feedback geben, alles, was du hier schreibst, hast du nichts falsch gemacht. Ich würde da keine Jota-Energie reingeben, zu überlegen, könnte es an mir liegen? Was für Signale denn? Also das ist doch nett, wenn du jemanden einlädst. Und muss man nicht... Also allein schon, dass du denkst, irgendwelche Signale führen dazu, dass sich jemand einfach asozial verhält, ist, glaube ich, ein Fehlgedanke. Ne? Da müsstest du vielleicht Glaubenssätze da nochmal angucken, aber es kannst du ja auch einfach jetzt so sagen. Ne? Eine andere Theorie von mir ist, dass ich zu nett wirke und damit signalisiere, dass man mit mir so umspringen kann. Da könnte was dran sein, das teilen eigentlich viele Menschen, die zu nett sind. Aber es kann auch Leuten passieren, die nicht sehr nett sind, dass sie, also Leute, die nicht nett sind, haben häufig ein dickeres Fell, verstehst du? Und die stört es vielleicht gar nicht so, ne? Also ich kann mich auch an eine Ex-Freundin von mir erinnern, die ständig Streit angezettelt hat mit anderen. Es hat die gar nicht gejuckt, ob sich irgendjemand nicht grüßt oder so, ne? Also die hat so ein dickes Fell gehabt, ne? Also, aber du sagst nett, ist nicht falsch, ne? Aber zu wenig Grenzen ist falsch, ne? Von daher, wenn du jetzt geschnitten wirst und du reagierst darauf aber so mit Lächeln und Beschwichtigungsgesten, das wäre so People-Pleasing, ne? Ist ja auch mein letzter Kurs hier. Also das wäre People-Pleasing und das würde ich natürlich nicht machen. Also deswegen, nett sein ist schon okay, aber du kannst ruhig also durch dein eigenes Verhalten Feedback geben mit so einer gewissen Kühle, dass du sagst, hey, ich find's kacke, aber ich werde jetzt nicht genauso blöd sein wie du, ne? Natürlich brauchst du dann auch nicht mehr grüßen. Und manchmal machen die das vielleicht auch, um so Drama zu inszenieren, ne? Deswegen muss man echt überlegen, ob man das thematisiert, aber du kannst auch sagen, nee, dieses Drama gebe ich dir nicht, ne? Ich kannst auch sagen, wenn du Distanz schaffst hier, dann schaffe ich mal doppelt so viel Distanz, ne? Also, das ist auch eine Art, Grenzen zu setzen, so, ne? Aber da könnte was dran sein, wobei nicht, dass zu nett das Problem ist, sondern zu wenig Grenzen eigentlich und warme Signale senden, wenn es eigentlich gar nicht passt, ne? Oder bin ich, oder eben trotz meines hohen Alters immer noch nicht vorsichtig genug bei anderen Frauen bin. Also ich möchte nicht, dass du noch vorsichtiger wirst. Wirklich, sei bold, sei mutig, mach Kontakte und lass dich nicht abschrecken, wenn mal irgendjemand da nicht gut drauf reagiert. Also sei jetzt bloß nicht noch vorsichtiger, das würde ich dir überhaupt nicht raten. Ne? Das war's dann schon an sich. Nothing to write home about. Hoffe, du schreibst auch Bücher. Hast echt einen schönen Sprachstil. Aber halt Frust, der nur dazu führt, dass ich anfange, in Frage zu stellen, warum ich mich überhaupt so weit vorwage, neue Menschen kennenzulernen. Lass dich nicht davon, du hast Erfolg, du lernst neue Menschen kennen, lass dich nicht davon abbringen, nur weil sich jemand mal blöd verhält, ne? Und sei ruhig mal so ein bisschen strategisch und bilde auch Allianzen, so, ne? Das wäre vielleicht auch eine Art, nicht mal so nett zu sein. Und dann aufkam der Zweifel, dass ich mit neue Leute kennenlerne, aber das Gesicht dabei nicht verlieren, es nicht so drauf habe. Du hast hier nirgendwo das Gesicht verloren. Also wenn du das denkst, dann denkst du zu pluspolig. In diesem Sinne, mach die Fragen in Kurse. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.